Hi und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Es regnet gerade heute, es ist so ein herbstlicher Tag und ich hoffe, man hört das auf meinem Sound nicht. Ich habe grundsätzlich ein Mikrofon, aber you never know, also vielleicht habt ihr da ein bisschen Hintergrundgeräusche, sorry dafür. Ich habe außerdem einen Schnupfen, das heißt, wenn ich ein bisschen so rede, dann ist das, weil meine Nase ein bisschen verstopft ist. Bitte vergebt mir dafür. Ich glaube, die meisten kennen mich schon, für die, die neu hier sind, willkommen. Mein Name ist Mila, ich studiere Medizin im 9. Semester in Linz und ich habe ein bisschen überlegt, was für ein Video ich für dieses Wochenende machen könnte. Und bin dann auf die Idee gekommen, dass wir wieder mal so einen fiktiven Patientenfall, Patientinnenfall durchgehen könnten und habe mich dann hingesetzt und habe mir tatsächlich so einen Fall überlegt und das hier ein bisschen vorgeschrieben. Das ist gar nicht so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ja normalerweise in der Medizin so ist, dass quasi Menschen zu einem Arzt, einer Ärztin kommen und ihre Probleme schildern und dann wir quasi überlegen, okay, was könnte die Ursache dafür sein, aber wenn man einen Fall erstellt, dann muss man quasi umgekehrt denken und die Probleme erstmal erfinden, die dann später auch irgendwie Sinn machen sollten. Also ja, das ist gar nicht so easy, aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Ich werde euch quasi eine Patientin vorstellen und ihre Symptome beschreiben und mit euch gemeinsam dann durchgehen, wie man quasi auf ihre Diagnose kommen könnte und was da irgendwie so leidgebend ist für die Diagnose, die dann im Endeffekt da rauskommt. Kleiner Disclaimer zu Beginn, ich bin immer noch nur eine Medizinstudentin, das heißt, für das, was ich da jetzt irgendwie sage, habe ich keine Verantwortung, dass das irgendwie auch genauso stimmt. Ich habe das halt irgendwie mit Amboss und mit anderen Websites und auch mit meinen Vorlesungsunterlagen ein bisschen erarbeitet. Ja, es gibt auch keine Ähnlichkeit zu irgendjemandem. Also falls ihr jemanden kennt, der ähnliche Beschwerden hatte oder falls ihr selbst ähnliche Beschwerden habt, dann hat das nichts mit dem zu tun. Also das ist einfach was ich mir ausgedacht habe. Genau, das mal so als kleiner Disclaimer zu Beginn. Für andere Medizinstudierende, die das schauen, bitte vergebt mir, falls ich irgendwo Fehler mache. Ich glaube, wir kennen das alle, dass das nicht so easy ist. Und das Ausdenken von so einem Fall ist gar nicht so leicht. Also ja, vergebt mir. Und vielleicht könnt ihr ja trotzdem auch das ein oder andere davon mitnehmen. Gleich zu Beginn, wie immer, wenn ihr noch nicht abonniert seid, wäre das voll cool, wenn ihr das jetzt machen könntet. Ich würde voll gern bis zum Ende des Jahres 4500 AbonnentInnen auf diesem Kanal erreichen. Und es wäre richtig nice, wenn ihr meinen Kanal ein bisschen verbreiten könntet. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, den auch sowas interessieren könnte. Und ja. Vielen Dank. Also, let's get into it. Ich werde immer wieder ein bisschen auf meinen Spickzettel schauen, weil das doch ein relativ langer Fall ist, damit ich nichts vergesse, was irgendwie wichtig sein könnte. Das Szenario, also das Setting für dieses Video ist quasi, dass ihr als Arzt, Ärztin in einer Ambulanz sitzt und es ist eine Ambulanz von, ich sag mal, einer inneren Medizin, also einer internen Abteilung. Zu euch kommt eine Patientin. Sie ist 32 Jahre alt und sie arbeitet als Volksschullehrerin. Sie ist 165 cm groß und wiegt 65 Kilogramm. Das ist so wie ich. Und sie hat seit 4 Wochen, also seit einem Monat bestehend, diffuse Beschwerden, die sie ja, euch dann gleich schildern wird, beziehungsweise die ihr auch gleich erfragen werdet. Sie ist Mutter von einem Kind und dieses Kind ist 7 Jahre und ja, sie hat jetzt irgendwie in der letzten Zeit relativ viel Stress gehabt, weil ja neulich Schulstart war und das ist bei einem 7-jährigen Kind vielleicht noch ein bisschen aufwendiger als bei einem älteren Kind. Genau, und außerdem ist sie selber auch Lehrerin, das heißt, da war auch damit ein bisschen Stress verbunden und genau. Seit 4 Wochen machen ihr die Gelenke ihrer Hände, also die Fingergelenke, Beschwerden sowie die Schulter auf der rechten Seite. Genau, sie wäre eh schon vorher gekommen, aber eben weil sie jetzt zu viel Stress gehabt hat in der letzten Zeit, hat sie nicht früher Zeit gefunden. Dieser Fall spielt in Nicht-Corona-Zeiten, das heißt, zur Begrüßung gebt ihr der Patientin die Hand und ich kann das jetzt nicht so gut bei mir selbst machen, aber beim Händedruck, da schüttelt man ja die Hand quasi so und man drückt ein bisschen zusammen und da merkt man, dass die Patientin, wie ihr die Hand gebt, richtig zusammenzuckt, weil ihr das schon so weh tut. Das beschreibt man in der Medizin als positives Gänslein-Zeichen. Das bedeutet einfach, dass man, wenn man die Hand nimmt und diese Metakarpalknochen oder Gelenke hier zusammendrückt, dass das schon einen Schmerz auslöst bei einer aktiven Entzündung in den Gelenken. Genau, also das ist positiv bei ihr. Ihr fragt sie, wie lange sie diese Schmerzen schon hat und sie sagt dann, die Schmerzen an sich spürt sie schon ein bisschen länger als 4 Wochen, so 7 bis 8 Wochen. Allerdings richtig schlimm geworden ist es in den letzten 4 Wochen und sie sagt, das hat vielleicht mit dem Stress zu tun, den sie hatte. Aber ja, seit 4 Wochen ist es wirklich so, dass sie täglich Beschwerden hat und das fast nicht mehr aushält im Alltag. Auch wenn sie schreiben muss als Volksschullehrerin, ist das schon wirklich sehr schwierig für sie. Ihr fragt dann auch, ob sie schon irgendwas dagegen unternommen hat, ob sie irgendwelche anderen Sachen probiert hat, weil normalerweise ist es halt so, dass die Leute immer zuerst mal selber Schmerzmittel probieren oder irgendwelche Übungen machen oder so und dadurch herausfinden, was den Schmerz ein bisschen leichter werden lässt oder was es stärker macht. Und sie sagt dann, dass sie NSAR, also nicht steroidale Antirheumatiker,
Schmerzmittel wie Ibuprofen und solche Sachen schon genommen hat und das hat ein bisschen geholfen. Also es ist schon besser geworden, aber der Schmerz ist nicht weg und es ist auch immer wiederkehrend und es beruhigt sich nicht, die Entzündung beruhigt sich nicht. Wir fragen sie, ob sie noch Beschwerden hat, also ob ihr noch irgendwas aufgefallen ist, und sie hat dann gesagt, sie fühlt sich ein bisschen schlapp und müde, eben vor allem seit der letzten 4 Wochen. Sie persönlich führt das auch auf den Stress zurück, was natürlich auch wichtig ist zu erfragen. Sie schläft auch nicht so gut und ist sehr müde, das sagt sie, weil Herbst ist und weil es kalt draußen wird. Und sie hat ein bisschen Gewicht verloren in letzter Zeit, aber nicht maßgeblich viel. Also sie hat so ein halbes Kilo bis ein Kilo laut eigener Aussage verloren im letzten Monat. Außerdem beschreibt sie Verdauungsprobleme. Das bedeutet, dass ihr der Bauch wehtut. Stuhl und Harn, er fragt ihr auch, und das ist weitgehend unauffällig. Also sie hat keine Stuhl- und Harnprobleme, aber ihr tut der Bauch weh und genau, sie macht sich öfters am Abend dann Wärmflaschen dafür. Sie hat außerdem rezidivierende Kopfschmerzen, aber da sagt sie, dass bei ihr das ein bisschen in der Familie liegt. Also ihre Oma hatte Migräne und sie hat das auch gelegentlich. Sonst noch, für die Anamnese wichtig zu erfragen, ist immer der Hintergrund der Person, also ob in der Familie irgendwelche Krankheiten bekannt sind, ob vielleicht schon mal Operationen passiert sind. Sie hatte tatsächlich eine Appendektomie mit 16 Jahren, das heißt, das ist schon eine Zeit lang zurück. Und ihr fragt dann auch nach der Familienanamnese, da sagt sie, dass ihre Mutter ein Mammakarzinom gehabt hat, also einen Brustkrebs, und da auch operiert und therapiert worden ist und sie gilt als geheilt. Der Vater leidet an COPD und die Schwester hat Diabetes mellitus Typ 1, also dieser Jugenddiabetes, der angeborene Diabetes. Fragen sie außerdem, ob sie in letzter Zeit im Ausland war, das verneint sie und sagt, sie hat ja ein Kind und das muss in die Schule gehen und sie kann sich jetzt nicht extra freinehmen. Sie hat keine Vorerkrankungen, also zumindest keine bekannten Vorerkrankungen, aber sie hatte vor kurzem eine EBV-Reaktivierung, also eine quasi Reaktivierung vom pfeifferschen Drüsenfieber. Das ist eine virale Erkrankung, Mononukleose, infektiöse Mononukleose, die vor allem Beschwerden im Mandelbereich, also im Rachen macht. Und das ist ziemlich unangenehm teilweise. Ich habe das selber schon mal gehabt, wo man einfach dann ganz angeschwollene Gaumenmandeln kriegt. Und da war sie auch im Krankenstand ein bisschen dafür, aber das ist mittlerweile wieder besser. Dauermedikamente nimmt sie keine. Sie nimmt aber gelegentlich Vitaminpräparate, aber das auch nur in Maßen und nicht immer. Wir fragen sie dann, ob sie solche Beschwerden schon mal gehabt hat. Und sie sagt ja, sie hat in der Schwangerschaft, also wie sie mit ihrem Kind schwanger war, vor 7 Jahren hat sie ähnliche Beschwerden gehabt, aber das ist dann wieder weggegangen. Von den Allergien her hat sie eine Pollenallergie, das ist auch immer ganz wichtig zu erfragen, nicht nur weil man wissen sollte, was für Allergien die Patientin hat, sondern auch weil manche Medikamente quasi kreuzallergisch wirken auf Allergien. Das ist das bekannteste Beispiel ist Propofol, also ein Sedierungsmedikament und Sojaallergie. Genau, also wir fragen, ob sonst noch irgendwas los ist und sie hat gesagt, nein, sie kommt eigentlich wirklich nur wegen der Schmerzen in den Gelenken und wegen der Schmerzen im Kopf. Und genau, als nächster Schritt, das ist immer so, folgt die klinische Untersuchung. Das bedeutet Inspektion, Palpation und Status. Also wir beginnen mit der Inspektion. Inspektion bedeutet einfach hinsehen und schauen, ob uns irgendwas auffällt an der Patientin. Euch als behandelter Arzt oder Ärztin ist schon beim Hereingehen aufgefallen, dass die Patientin eine Rötung hatte im oberen Gesicht. Also so, das geht über die Nase und dann so über die Wangenknochen. Unten nicht, also unten ist es ganz normal, aber sie hat wirklich so ein schmetterlingsförmiges Erythem, also es heißt auch so Schmetterlingserythem, quer über die Wangenknochen gehabt. Das ist ja eine Verfärbung. Ich schaue, vielleicht finde ich irgendwo eine Darstellung oder eine Zeichnung, die ich euch irgendwie hier einblenden kann, wie das ungefähr ausschauen würde. Das hat die Patientin und das sieht man auch ziemlich stark. Er fragt sie auch, ob sie in letzter Zeit mal in der Sonne war und sie sagt nein, das hat sie eigentlich auch schon ein bisschen länger. Das ist auch unabhängig davon, ob sie in der Sonne ist oder nicht, aber sie sagt dann, wo ihr schon über Sonne redet, dass sie immer wieder, wenn sie kurz einmalig rausgeht, auch wenn es bewölkt ist, relativ leicht einen Sonnenbrand an den Armen bekommt, der ihr dann auch ziemlich wehtut. Ja, genau. Also das findet sie sehr unangenehm, aber sie hat sich jetzt nicht wirklich was dabei gedacht. Sonst untersucht ihr die Patientin mal rein mit euren Augen sozusagen und es fällt eigentlich nicht wirklich was auf. Also ihr lasst sie auch ausziehen. Es ist immer wichtig, dass man den ganzen Körper anschaut, meiner Meinung nach. Sie sagt auch irgendwie selber, sie hat jetzt irgendwie nicht wirklich Auffälligkeiten bemerkt am restlichen Körper. Als nächstes folgt der klinische Status. Das bedeutet, dass wir die einzelnen Organsysteme sozusagen ganz grob und ganz schnell durchchecken, so wie es halt in der Ambulanz oder im ambulanten Setting ungefähr geht. Da gehört immer dazu, Herz abhören, Lunge abhören, Bauch abtasten, Wirbelsäulenklopfschmerz und Nierenklopfschmerz, Pulse tasten, Fußpulse, Armpulse tasten. Eigentlich recht viel mehr kann man, glaube ich, bei der klinischen Untersuchung gar nicht machen in dem Setting, vor allem wie es im Krankenhaus üblich ist, wo auch
gar nicht so viel Zeit eigentlich ist. Genau, jedenfalls fällt uns da auf, dass es beim Abtasten vom Bauch, das ist auch immer wichtig, dass man die Leute anschaut, also dass man den Leuten ins Gesicht sieht, dass sie beim Abtasten im Bauch so einen leichten Druckschmerz hat, so wie sie auch gesagt hat. Das ist diffus über alle vier Quadranten des Abdomens verteilt und lässt sich jetzt irgendwie nicht genauer lokalisieren. Außerdem, ihr lasst die Patientin wieder die Kleidung anziehen und bittet sie, dass sie wieder Platz nimmt. Außerdem schaut ihr euch die Gelenke noch an. Man sieht da bei den Fingerknöcheln, also hier bei der Hand, hier bei diesen Knochen und da teilweise, sieht man so Schwellungen und man merkt auch, wenn man da so herumdrückt, dass es ganz so prall elastisch ist, bisschen überwärmt, gerötete Haut, es tut ihr auch weh. Und so könnt ihr lokalisieren, dass hier auf dieser Hand vier Gelenke betroffen sind und auf der rechten Hand sind drei von den Metakarpalgelenken und das Interphalangealgelenk beim Zeigefinger. Das tut ihr alles weh. Also relativ viele Gelenke betroffen. Die Schulter auf der rechten Seite tut ihr auch weh. Es ist sehr empfindlich für sie und genau, das ist auch prallelastisch, leicht überwärmt, aber nicht so schlimm wie bei den Fingergelenken. Also zusammenfassend, wir haben eine Anamnese, wo die Patientin Schmerzen angibt in den Fingergelenken und im Schultergelenk und im Bauch. Also da hat sie auch Bauchschmerzen. Sie hat dieses auffällige Schmetterlingserythem, beschreibt eigentlich sonst nicht wirklich Auffälligkeiten. Sie hat eine sonnenempfindliche Haut, obwohl sie gesagt hat, dass das eigentlich jetzt nicht so, dass ihr das gar nicht so aufgefallen ist, weil es immer bewölkt war. Genau, das alles sind ziemlich diskrete Charakteristika, die auf eine Krankheit mal hindeuten können, wo es aber durchaus verschiedene Differentialdiagnosen gibt. Ich habe mir jetzt nicht wirklich Differentialdiagnosen hier aufgeschrieben, aber ich würde da denken an eine Arthritis, also eine rheumatoide Arthritis zum Beispiel, das wäre typisch polysymmetrisch, also mehrere Gelenke und an der Hand quasi auf beiden Seiten betroffen und Schultergelenk ist, glaube ich, nicht ganz so typisch bei einer Arthritis, bei einer rheumatoiden Arthritis, aber es gibt ja mehrere Krankheiten, mehrere Gelenkskrankheiten im rheumatoiden Formenkreis. Eine Arthrose an sich, also eine Abnutzung der Gelenke, würde ich bei einer 32-jährigen Frau, die Volksschullehrerin ist, vielleicht nicht so wirklich in Betracht ziehen. Es ist natürlich dennoch wichtig, daran zu denken. Eine Arthrose ist normalerweise ganz typisch, ist zum Beispiel eine Kniearthrose oder eine Hüftarthrose. Bei ihr ist das aber nicht der Fall, also das ist jetzt eher untypisch, vor allem diese Entzündungszeichen, also es gibt 5 Entzündungszeichen, Rubor, Dolor, Kalor, Tumor und Functio Laser. Diese 5 Entzündungszeichen treffen bei ihr auf die Gelenke zu, das bedeutet, es ist gerötet, es tut ihr weh, es ist geschwollen, es ist überwärmt und sie kann es nicht mehr richtig benutzen, weil es ihr halt so weh tut. Das bedeutet, das sind eindeutig entzündete Gelenke, was auf eine Arthritis, also Itis, bedeutet ja Entzündung, die Nachsilbe Itis ist Entzündung, was auf das einfach hinweisen würde. Das heißt, wir glauben mal, dass vielleicht da eine Gelenksbeteiligung einer Entzündung im Raum steht. Es gibt auch noch andere Entzündungsformen, die Gelenke betreffen, also rheumatoide Arthritis ist eines. Es gibt den Lupus erythematodes, wo es zu Gelenksbeteiligung kommt. Es gibt infektiöse Ursachen. Es gibt eine Psoriasis-Arthritis zum Beispiel, wo dementsprechende Hautplaques zum Beispiel manchmal zu finden sind, wobei eine Arthritis auch einer manifesten Psoriasis vorhergehen kann. Es ist aber bei ihr nicht in der Familie und sie beschreibt überhaupt keine Hautzeichen. Das heißt, wir könnten dann natürlich schauen, ob es vielleicht im Labor, das wir dann machen werden, Hinweise darauf gibt, dass sie so etwas hat. Aber an und für sich wäre für eine Psoriasis-Arthritis zum Beispiel auch typisch, dass alle 3 Gelenke auf einem Strahl betroffen sind. Das nennt man dann Dactylitis oder Wurstfinger. Also das heißt wirklich so. Oder auch bei Zehen. Bei ihr sind das aber nur einzelne Gelenke und es ist nie ein ganzer Strahl. Vielleicht interessant zu wissen, bei einer rheumatoiden Arthritis sind per Definition, ob es jetzt da Ausreißer gibt oder nicht, das kann ich mit meiner klinischen Erfahrung jetzt noch nicht sagen, aber per Definition und auch das, was bei uns in der Vorlesung gebracht wurde, die distalen Interphalangealgelenke, also die DIPs, das sind die Gelenke hier oben, nie betroffen. Wenn das betroffen ist, dann ist das eher nicht eine rheumatoide Arthritis. Genau, auf ein akutes entzündliches Geschehen im Rahmen von einer Intervention oder so würde zum Beispiel ein Einzelbefall eines Gelenkes hinweisend sein, wo zum Beispiel eine Injektion stattgefunden hat oder eine OP war oder eine Kortisongabe oder so, zum Beispiel beim Knie, wenn ein Patient oder eine Patientin so etwas in der rezenten Anamnese hat, also zum Beispiel vor einer Woche oder so eine Injektion ins Knie bekommen hat und dann eine Woche später in der Notfallaufnahme steht mit einem massiv geschwollenen, überwärmten, geröteten Knie, dann muss man auf jeden Fall daran denken und das muss man dann auch also punktieren und eine Probe nehmen und meistens sieht man das dann auch schon mit freiem Auge, wenn da Eiter rauskommt oder so, dass das eine septische Arthritis sein würde. Ja, es gibt dann auch noch reaktive Arthritiden. Das ist natürlich bei ihr auch irgendwie wichtig, daran zu denken, weil sie ja gesagt hat, sie hat eine EBV-Reaktivierung gehabt, wobei reaktive Arthritiden eher bei Enteropathie, also bei
bei Enterobakterien oder bei Urogenitalinfektionen stattfinden kann. Das ist jetzt nicht, dass die Erreger dorthin kommen, sondern das ist quasi eine Reaktion des Immunsystems, weil die Zellen des Knorpels auf molekularer Ebene irgendwie ähnlich ausschauen könnten als die Erreger. Also da gibt es verschiedene Erregertypen, die dafür in Frage kommen. Und da kann das Immunsystem dann das verwechseln. Das wäre dann eine reaktive Arthritis. Aber ja, muss man in Betracht ziehen, aber meistens ist es dann auch schwierig nachzuweisen, weil man die Erreger an sich nicht mehr wirklich findet im Blut, weil die halt schon meistens vorbei, also das ist schon bekämpft und ja. Anyway, wir denken vor allem an die Differentialdiagnosen rheumatoide Arthritis versus Lupus erythematodes, systemischer Lupus erythematodes und genau. Als nächstes würdet ihr wahrscheinlich eine laborchemische Untersuchung anordnen. Das bedeutet, wir schauen uns einfach mal ein paar Parameter an, die man bei ihr im Blut messen kann. Sie ist auch damit einverstanden. Und genau, wir machen ein Blutbild bei ihr. Das bedeutet, wir schauen uns die einzelnen Komponenten des Blutsystems, die Blutzellen und so an, machen dann auch noch eine Messung der Entzündungsparameter. Entzündungsparameter sind einfach Indikatoren für ein entzündliches Geschehen im Körper irgendwo, wobei die nicht immer zu 100% verlässlich sind. Man darf zum Beispiel beim CRP, also beim C-reaktiven Protein, nicht vergessen, dass das ein bisschen hinterherhinkt. Das ist zum Beispiel erhöht bei bakteriellen Infektionen und die Blutsenkungsgeschwindigkeit ist auch noch eine wichtige Eigenschaft, die man einfach beobachten sollte bei den Entzündungsparametern. Bei ihr habt ihr ein Blutbild angeordnet und dann seht ihr, dass sie zu wenige Thrombozyten hat, also sie hat eine Thrombopenie und eine Leukopenie, das heißt zu wenige Leukozyten. Da gibt es je nach Labor immer bestimmte Normwerte, aber Daumen mal Pi sind die alle irgendwie ähnlich, das könnt ihr dann googeln. Ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen zu kompliziert. Das CRP ist bei ihr leicht erhöht, bei 2, und die Blutsenkungsgeschwindigkeit ist auch erhöht. Ihr habt dann auch noch daran gedacht, dass sie vielleicht bei einem entzündlichen Geschehen eine Nierenbeteiligung haben könnte. Das ist eigentlich, glaube ich, Standard, dass man das immer mitmisst. Und das, also einer der wichtigsten Parameter für die Nierenfunktion ist das Kreatinin. Das war bei ihr aber normal, also das war jetzt nicht erhöht. Und ihr habt auch noch einen Harnstreifentest angeordnet, obwohl sie auch gesagt hat, Harnbefund ist normal, es ist jetzt irgendwie nicht, es brennt nicht und sie hat irgendwie, es ist normal, ja, sie muss es nicht irgendwie, es schaut nicht anders aus. Trotzdem ist das, glaube ich, immer ganz gut, wenn man das macht und das hat unter anderem gezeigt, dass sie keine Proteinurie hat. Das ist wichtig, weil man damit auch ein bisschen die Funktion der Niere prüfen könnte. Und Proteinurie ist irgendwie so zu erkennen, schon mit freiem Auge, wenn das Urin so schäumt, also wenn der Harn so schaumig ist. Aber das ist bei ihr nicht der Fall und sie hat auch keine Proteinurie. Und weil wir ja schon gesagt haben, wir fragen uns, ob es vielleicht eine rheumatoide Arthritis sein könnte oder ein systemischer Lupus erythematodes. Und da gibt es gewisse Antikörper, die darauf hinweisen können. Die sind jetzt nicht zu 100% verlässlich, weil manche Leute auch solche Krankheiten haben können und die Antikörper aber negativ sein können, also nicht im Blut vorhanden. Jedenfalls haben wir zur Differentialdiagnose einer rheumatoiden Arthritis versus SLE verschiedene Antikörper gemacht, darunter die CCP-Antikörper und den Rheumafaktor haben wir auch kontrolliert. Rheumafaktor und CCP-Antikörper sind relativ typisch, nicht immer vorhanden, es gibt auch seronegative Personen, aber relativ typisch für rheumatoide Arthritis. Die sind bei ihr allerdings negativ. Für SLE, also für systemischen Lupus erythematodes, kann man die ANA und andere Antikörper messen. ANA steht für antinukleare Antikörper und man misst das immer in einem Titer. Und der Titer, quasi das ist immer 1 zu irgendwas und das beschreibt die Verdünnung des Blutes, die man quasi braucht, bis man diese Antikörper nachweisen kann in einer gewissen Anzahl. Per Definitionen und auch nach den Diagnosekriterien für SLE muss für eine Diagnose eines SLE ein Titer von größer gleich 1 zu 80 vorhanden sein. Also das ist auf jeden Fall größer. Jetzt überlegen wir, wie wir eine Diagnose stellen könnten, weil uns dieser Titer von ANA, diese antinuklearen Antikörper, doch die Diagnose eines SLE relativ nahelegen. Laut einer Professorin von mir haben wir alle irgendwie ANA im Blut, nur in einer gewissen Anzahl und in einer gewissen Konzentration, dass sie nicht pathologisch sind. Und wenn sie einfach auf eine gewisse Anzahl raufsteigen, irgendwas fliegt da. Wenn sie auf eine gewisse Anzahl raufsteigen, dann könnte das eben sich in einem SLE manifestieren. Und es gibt gewisse Kriterien, die man da zur Diagnosefindung nutzen kann, unter anderem die ARA-Kriterien oder die ACR-Euler-Kriterien. Und wenn wir nach diesen Kriterien entscheiden, dann sehen wir, dass sie eigentlich schon relativ typisch ein Bild eines systemischen Lupus erythematodes zeigt. In diesem ganzen Prozess ist es wichtig, dass ihr die Patientin auch mit einbindet und sagt, warum wir das jetzt testen und dass wir einfach Antikörper zum Beispiel abnehmen, weil wir wissen wollen, ob vielleicht das in Frage kommen könnte, damit wir sie dementsprechend behandeln können und von ihren Schmerzen voll befreien können. Ihr sagt ihr dann auch, dass ihr glaubt, dass sie einen manifesten systemischen Lupus erythematodes hat, dass es aber auf jeden Fall gut ist, weil ihre Niere nicht beteiligt zu sein scheint. Wenn man den Verdacht auf eine Nierenbeteiligung haben sollte, also auf eine sogenannte Lupusnephritis, muss man eine Biopsie
sie dann ihre nehmen, damit man das genauer ansehen kann und auch einschätzen kann. Aber bei der Patientin deutet eigentlich nicht wirklich was auf eine Nierenbeteiligung hin, was per se schon mal gut ist. Also Diagnosefindung systemischer Lupus erythematodes. Was ist das? Das ist eine Kollagenose, also eine Krankheit, die gegen das Bindegewebe, eine chronisch entzündliche Krankheit gegen das Bindegewebe, die als Autoimmunerkrankung eingestuft wird. Das bedeutet, dass das Immunsystem des Körpers die eigenen Zellen, also von den eigenen Zellen getriggert wird und die dann auch angreift. Ja, man weiß nicht wirklich, woher das kommt. Es ist halt irgendwie interessant, dass biologische Frauen und Mädchen häufiger davon betroffen sind. Die Erstmanifestation ist laut Amboss zwischen 20 und 40 Jahren, also relativ früh eigentlich. Ja, es ist jetzt nicht so super häufig. Es ist eine relativ seltene Diagnose, aber es betrifft trotzdem immer wieder mal jemanden und es kann sich eigentlich überall manifestieren. Also wir haben ja auch überall im Körper Bindegewebe und bei Lupus erythematodes kann es von einer reinen Hautbeteiligung, das wäre dann ein kutaner Lupus erythematodes, oder von einer systemischen Beteiligung, da kann Niere, GI-Trakt, ZNS, also zentrales Nervensystem, Gelenke, da kann ganz viel davon betroffen sein und bedarf auf jeden Fall Behandlung, weil es einfach auch fortschreitet und ja, gerade eine Lupusnephritis zum Beispiel, die macht halt die Niere kaputt. Also das muss man auf jeden Fall dann irgendwie auch den Leuten nahelegen, dass man da eine Behandlung also in Betracht ziehen würde. Bei ihr spricht es halt für einen systemischen Lupus erythematodes, weil sie bis auf dieses Schmetterlingserythem, das ist relativ typisch, eigentlich jetzt nicht wirklich eine Hautbeteiligung hat. Sie hat zwar eine erhöhte Photosensitivität, also sie kriegt schnell einen Sonnenbrand, auch bei bewölktem Himmel. Das ist auch typisch für Lupus-PatientInnen, aber es gibt auch andere spezifische Merkmale von einem kutanen Lupus erythematodes, die sie jetzt per se nicht zeigt. Aber sie hat eben diese Fingerbeschwerden, die ganz typisch sind, und diese GI-Beschwerden, die man eventuell ja auch weiter abklären sollte, weil es gibt auch, dass Leute einen Lupus haben und zum Beispiel irgendwas anderes im Darm. Also das muss man immer abklären, vor allem eine Autoimmunerkrankung ist auch oft vergesellschaftet mit anderen Autoimmunerkrankungen, also sollte man auch den GI-Symptomen auf jeden Fall weiter nachgehen. Aber das ist jetzt ein fiktiver Fall und darum kein einfaches Beispiel. Wichtig ist vielleicht auch noch, was ist die Prognose? Also grundsätzlich ist die Prognose, ich glaube, besser als vor ein paar Jahren, auf jeden Fall besser als vor ein paar Jahren. Allerdings kommt es halt immer noch vor, dass die Leute progredient sind, also dass sie einfach da auch eine regelmäßige Kontrolle brauchen seitens der ÄrztInnen. Und also Indikatoren für eine schlechte Prognose wären zum Beispiel eine Nierenbeteiligung oder eine ZNS-Beteiligung oder eine Manifestation in frühem Alter, in jungem Alter oder ich glaube bei Männern sogar ist das, glaube ich, auch per se mal eine schlechtere Prognose, wenn Männer davon betroffen sind. Genau, die Patientin fragt euch jetzt, was sie dagegen machen kann, wie sie therapiert werden sollte, weil sie möchte halt einfach auch für ihr Kind noch weiter da sein und möglichst beschwerdefrei ihrem Job nachgehen können und auch im Alltag einfach normal leben können. Und ihr sagt ihr dann, das ist so, das habe ich in der Vorlesung auch so gehört, dass es ein Basic-Konzept gibt und Basics sind so Buchstaben, die halt für gewisse Faktoren in der Lupus-Therapie stehen. B steht für Bone, aber in ihrem Fall wahrscheinlich die Arthritis, also Bone Protection. Das bedeutet, dass sie ein Immunsuppressivum bekommt, das diese entzündliche Reaktion in ihren Gelenken aufhalten soll, damit es nicht zu einer Zerstörung der Gelenke kommt. Bei einer weit fortgeschrittenen Arthritis, das könnt ihr auch mal googeln, kommt es zu ganz typischen Deformitäten der Finger zum Beispiel, wenn die Arthritis in den Fingern ist. Und das ist natürlich eine große Lebensbeeinträchtigung und Lebensqualitätseinschränkung für die Leute. Und darum ist es auch wichtig, dass die adäquat therapiert werden. Und dann A steht für Antimalariamittel. Da könnten wir geben Hydroxychloroquin oder Chloroquin. Und das hat in Studien gezeigt, dass das einfach eine Besserung zeigt in der Lupus-Progression und in der Lupus-Behandlung. S steht für Sun Protection. Das ist extrem wichtig, weil die einfach eine Photosensitivität haben und dadurch einfach auch ein erhöhtes Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken. Und ihr sagt der Patientin deswegen, dass sie schauen muss, bei bewölktem Himmel, wenn sie rausgeht, dass sie auf jeden Fall entweder die Haut bedeckt halten soll oder einen Lichtschutzfaktor 50 plus auftragen soll, je nachdem, was dann halt ihr Hauttyp ist auch. Das ist wichtig, ja. Es ist für jeden Menschen wichtig, aber vor allem für Lupus-PatientInnen. Das E in Basic steht für Immune, also sie sollte sich impfen lassen, einen Impfschutz in Betracht ziehen. Ihr fragt sie dann, ob sie geimpft ist, und sie hat gesagt, ja, sie ist gegen alles geimpft, weil sie glaubt der Wissenschaft. Und genau, sie sollte das natürlich auch regelmäßig kontrollieren lassen und schauen lassen, ob sie immer noch immun ist gegen diverse Krankheiten, die man mit Impfstoffen quasi abwehren kann, beziehungsweise ob sie sich mal auffrischen lassen muss. Das C in Basic steht für Cardiovascular Risk. Da muss man einfach aufpassen und regelmäßige Kontrollen machen, auch bei ihr. Generell, laut Amboss, ist
eben bei einem leichten Verlauf sind NSAIR zur Schmerztherapie, Hydroxychloroquin und Glucocorticoide bei Schüben empfohlen. Bei einem schweren Verlauf laut Ambos bzw. bei der Beteiligung lebenswichtiger Organe schlägt Ambos vor, eben auch Glucocorticoide zu geben oder Azathioprin oder alternativ Methotrexat oder ein anderes Biologikum zur Immunsuppression. Laut der Vorlesung, in der ich war, sollte die Patientin auch Überanstrengung meiden. Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle des Verlaufs und dass sie auch einfach darüber geschult wird, wie sich Lupus manifestieren kann und dass man auch ihr auch sagen muss, dass sie jetzt deswegen irgendwie nicht schlecht leben muss und so. Was vielleicht auch bei einer biologischen Frau im gebärfähigen Alter wichtig ist zu erwähnen, ist, dass eine Schwangerschaft als eine Risikoschwangerschaft eingestuft werden würde. Also wenn sie sich dafür entscheidet, dass sie noch ein weiteres Kind haben möchte oder zwei weitere Kinder, was auch immer, dann müsste man ihr sagen, dass es da auf jeden Fall einer intensivierten Kontrolle bedarf, weil eben es gezeigt worden ist, dass bei Lupus-PatientInnen Schwangerschaften ein bisschen risikoreicher verlaufen können. Es gibt auch eine Manifestation des neonatalen Lupus. Laut meiner Vorlesung ist es aber meistens selbstlimitierend. Das bedeutet, dass das von selber wieder aufhört, weil die Antikörper der Mutter, die auf das Kind übertragen werden, dann im Laufe der Entwicklung des eigenen Immunsystems des Kindes wieder abgebaut werden. Und damit normalerweise existieren auch die Eigenschaften und die Beschwerden des Lupus. Genau, jetzt habe ich irgendwie 20 Minuten nur durchgelabert. Ja, also ihr habt die Diagnose eines systemischen Lupus erythematodes gestellt. Das ist eine seltene Erkrankung, aber eine wichtige Diagnose für die betroffenen Menschen. Und es gibt mehr oder weniger gute Behandlungsmöglichkeiten nach diesem Basic-Schema. Die Diagnose erfolgt einfach auch laut diesen Diagnosekriterien. Ihr habt die Patientin gut eingestellt auf ihre neuen Medikamente, die natürlich auch ein bisschen brauchen, bis sie Wirkung zeigen. Sie zeigt sich als eine sehr compliante Patientin. Das bedeutet, dass sie auch willend ist, die Medikamente adäquat einzunehmen und einfach auch ihre Beschwerden zu reduzieren. Und ja, das ist eigentlich der Patientinnenfall gewesen. Gratulation zur Diagnose. Damit wäre ich eigentlich eh schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie spannend gefunden. Wie gesagt, das ist halt einfach nur ein Paradebeispiel oder ein Lehrbeispiel sozusagen und soll jetzt irgendwie nicht benutzt werden für irgendwelche Diagnosen, die man machen kann. Es ist immer noch wichtig, dass man wirklich ins Krankenhaus geht, dass man die ganzen Laborkontrollen macht, dass man regelmäßig kontrolliert und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat und wie immer, wenn es so ist, dann wäre es cool, wenn ihr dem Video ein Like gebt und meinen Kanal abonniert. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video. Ciao!